Ich begrüße euch total recht herzlich beim Sondersender Nordrhein-Westfalen TV. Ja, Sondersender Nordrhein-Westfalen, das hört sich super an, das hört sich richtig klasse an. Natürlich Ultra, die Web-TV, euer AWH-Movie bzw. der Medienkanzler. So, man trägt rot, indem man sagt, rot, rote Karte, CDU, hektisch, nie wieder CDU. Man trägt rot, indem man sagt, nie wieder CDU-Vertrauen, denn CDU, was machen die? Richtig, die haben eine Lobby, eine richtige Lobby, eine teure Lobby, eine Rechtsanwaltslobby, eine Rechtslobby, wo es wirklich nur noch ums Geld geht. Es geht wirklich nur ums Geld, nichts anderes. Der Artikel 13 ist so oft erklärt worden, 9a, 11 etc. pp. Es geht einfach nur ums Geld verdienen. Man will die Kreativität vieler wegnehmen. Viele User, Newcomer sind denen ein Dorn im Auge, weil die halt für wenig viel Geld verdienen, so meinen die. So viel ist es natürlich auch nicht. Jeder YouTuber weiß, wie viel Geld er verdienen kann. Kommt darauf an, wie die Zuschauerzahl sich da so ablichtet. Ab 1000 Follows und 4000 Minuten kann jeder beginnen, mit einem gewissen Umsatz zu rechnen. So, darum geht es aber gar nicht. Artikel 13 brauchen wir gar nicht mehr auseinandernehmen. Wir wollen das Ganze nicht auseinandernehmen. Der sogenannte Datenschutz als Verordnung verstößt eigentlich gegen alles. Es geht einfach nur darum, Maß zu regeln. Einer will die Macht haben, er will die Macht ausüben und er will alle knechten. So ungefähr kann man sich das anschauen. Wir von der Worldwide Foundation, meiner einer gehört zur Worldwide Foundation und am 12.03.2019 wird erstmal Geburtstag gefeiert, 30 Jahre World Wide Web. Keiner spricht mehr diese drei Buchstaben aus, www. Früher wurde immer gesagt www und etc. und pp. Irgendwann war das den Leuten zu mühselig, aber Sir Tim Berners-Lee sagt es immer noch, that are my World Wide Web. Ja? So, er hat es auf den Weg gebracht, aber wir müssen bedenken, dass so circa 1960 so alles so anfing, in geheimen Stübchen sozusagen, jeder Techniker, jeder IT-Spezialist etc. pp. Hat irgendwie daran gefeilt, hat irgendwas auf den Weg gebracht. Es gab so viele Plattformen, es gab so viele Ideen, die sich dann nachher durch die Bit-and-Byte-Väter in den 70er, 80er Jahren, durch die Spielkonsolen, dann erst recht in den 90er Jahren, also 1995 die Spielkonsole PlayStation, die sich von Nintendo ab, also Sony, Nintendo, diesen Ärger, den können wir doch für uns verbuchen. Jeglichen Ärger können wir auf eine Art für uns verbuchen. Nur den Ärger mit Artikel 13, 9a und 11, da kommen wir natürlich nicht mit klar. Diese sogenannte Datenschutzverordnung übertreibt es ein bisschen, weil World Wide Web, der Gedanke von World Wide Web ist sozial. Das heißt also, ich sage jetzt kurz vorm Sir Tim, hat kein Patent drauf angemeldet. Er hat es freigegeben für alle. Ja? Und das World Wide Web ist wirklich in der Konstellation, dass alle Menschen, wohlgemerkt alle Menschen, Zugang dazu bekommen sollen. So, sozial bedeutet, ich gebe dir, du gibst mir. So war es gedacht. Aber mittlerweile ist ja ein Hackmeck entstanden, besonders jetzt durch diesen Datenupload, den man als Filter deklariert, obwohl das ein Standard ist, ein Maschinenstandard, der etwas verhindern soll, was natürlich überhaupt nicht geht, weil gar nicht ausgewogen. So, wenn ich doch Ahnung davon habe, richtige Ahnung davon habe und sage, hey Leute, wir müssen hier was machen, für mich halt nur eine Ahnung. Ja, das sind die Techniker von damals, die Bit and Byte-Väter von damals und vor allen Dingen alle, die damit zu tun hatten. Denen höre ich zu. Ich höre Sir Tim zu, ich höre auch den Bernhard zu, von Virginsoft, Kingsoft, die EA Sports, beziehungsweise EA selbst und dann gibt es noch andere. Mittlerweile Microsoft erzählt nicht mehr viel. Ja? Bill Gates, von denen, der ist ruhig. Der macht jetzt sein eigenes Ding. Also sagen wir mal so, alle, die das erfunden haben, alle, die jetzt in eurem Alter sind, zwischen 18 und 38, die halt in dieser Welt arbeiten, darin Spaß haben, programmieren oder vor der laufenden Kamera arbeiten,
Und damit Geld verdienen ist ja alles super schön, aber hier stimmt etwas nicht. Und da müssen wir einfach mal sagen, weil wir als Künstler helfen Künstler zum Beispiel, haben Herrn Axel Voss angeschrieben und darauf hingewiesen, was die Worldwide Foundation ist. Ja, die Worldwide Foundation ist der Ursprung. Der wird am 12.03. gefeiert und mit der Pressestelle schon geschrieben. Es kann sein, dass ich einige Sachen bekomme, die ich dann in Deutsch übersetzen werde. Ich hätte auch ein Interview haben können mit Sir Tim, aber ich bin jetzt momentan, also ich empfinde mich persönlich jetzt nicht so als Hype, dass ich das hätte machen müssen, Sir Tim einzuladen, vor laufender Kamera mit ihm über das World Wide Web Projekt zu sprechen. Ich kenne es ja. Wie gesagt, ich kenne es seit 66, 76 als Firma, 96 als Management in dieser Games-Geschichte und die Firma läuft immer noch. Und heute schreiben wir das Jahr 2019. Ich sitze hier in diesem Art Tante Emma, also elektronische Tante Emma, ein Smartphone, weil hier wirklich alles. Und ich muss einfach nochmal sagen, dass hier Star Wars zu sehen, Film zu sehen, das bedeutet, wir sind keine Fans, wir sind eine Firma, das anbieten als Beiwerk für Star Wars Fans, die Lust haben, sich das anzuschauen, zu kaufen oder halt eintauchen in andere gefilmten Film, zum Beispiel Film, die Filmecke, die Filmmacher, dann Green, Blue Studios etc. pp. Ist ja alles da. Und ein Problem, das ist immer das Geld, weil umsonst geht es nicht und somit ist auch Artikel 13 so eine Spaßbremse, um kein Geld mehr zu verdienen. Irgendwie oder irgendjemand ist da was aufgestoßen. Ich vermute die gelben Jacken, ich ziehe extra die rote an und ich stehe dazu. Ich erteile der CDU die rote Karte. Für mich ist die CDU, so wie sie momentan ist, nicht wählbar, absolut nicht wählbar, gar nicht wählbar, weil da sitzen zu viele, die viele Berater haben, ja, und die Berater brauchen Berater, um beraten zu werden, das ist schon mal Hektik hoch 4, ja. Ein Politiker kann einem die Antwort nicht geben, sondern ein Berater gibt die Antwort eines Politikers und auch im Artikel 13 Bereich den extra vorzuziehen, um den schneller vom Tisch zu kriegen, das zeigt ja, dass da was nicht stimmt. Welche Lobby jetzt wirklich dahinter steckt, ob jetzt wirklich die Lobby der Rechtsanwälte dahinter steckt, weiß ich persönlich jetzt nicht. Ich erforsche ja alles, weil ich bin ja mehr in Amerika unterwegs wie hier in Deutschland, weil hier in Deutschland ist irgendwie die Luft raus. Also ich könnte mich jetzt nicht begeistern hier für Deutschland. Für Amerika kann ich mich auch nicht begeistern, aber weil da kommt ja alles her. Ja, Star Wars kommt daher, Marvel kommt daher, Disney kommt daher, jetzt mittlerweile World Wide Web kommt von da, obwohl halt United Kingdom, also England, Amerika. Ich habe also United Kingdom angeschrieben, ich habe Amerika angeschrieben, wie gesagt, die Pressestelle hat mir dann einige Links gegeben, die ich ausfüllen musste, bis auf das Gespräch mit Herrn Tim Berners-Lee, darauf habe ich jetzt verzichtet. Weil umsonst ist das nicht, das andere ist kostenfrei, das kann ich mir also zu Gemüte führen und wenn ich Lust und Laune habe, mache ich so ein Video. So, Künstler helfen Künstler, war eine wunderbare Zeit, ja, und ich habe euch ja schon alles gesagt, also das ist an sich so World Wide Web, gehört an sich allen Menschen, roundabout allen Menschen, und the web is only for you, ja. The web is only for you, und hört sich gut an, ist auch gut, und 50% sind ja gerade mehr online. Also 50% der Weltbevölkerung schwirrt online, benutzt online, weiß über online ein bisschen Bescheid. In den 50% verteilt sich dann die Prozente, wer mehr Bescheid weiß, wer überhaupt Bescheid weiß und wer an sich 100% in diesen 50% als Firma, als Indikator, als Leistender darin verweilt, um die ganze Sache nach vorne zu schieben. So, wie gesagt, es sind Giganten. Es sind mittlerweile Online-Giganten, die das Sagen haben. Und weil die Online-Giganten das Sagen haben, haben die Kleinen die kann man vergessen. Die Kleinen müssen sich alle 3 Jahre löschen, 24 Stunden dann wieder neu sich erfinden, dann sind sie dann sozusagen in dem Modus von Artikel 13.
Das kann alles nicht wahr sein. Ich meine, das zerstört sehr viele Berufe, das zerstört auch die Lust darauf. Und wenn 70-Jährige anrufen und fragen, kann man mir mal erklären, mein Enkel erklärt mir da gerade was von Artikel 13 und YouTube ist bald nicht mehr, seine Stars kann er bald nicht mehr sehen, kann man mir erklären, worum geht es denn da? Sondern erklärt man so zwischen 70 und 80-Jährigen, damit die mit ihren Enkelkindern da konform, damit die sich unterhalten können, damit die überhaupt wissen, worum es geht. Die sagen auch an sich, die denken ja klarer, 70, 80, die denken halt zurück. Problem ist halt nur, wenn man 70, 80-Jährige hat, die noch nie solch eine Maschine jemals gesehen oder sich damit beschäftigt haben, dann wird es schwer. Viele haben jetzt mittlerweile ein Smartphone und dann fragen die auch, funktioniert das? Wie funktioniert das? Brauche ich das überhaupt? Und dann erklärt man denen das auch. Und auf eine Art finde ich auch super, wenn man so 80-Jährigen erklärt, wissen Sie, wenn sie mit ihrem Enkel nicht mehr klarkommen, dann besorgen sie sich halt sowas und sitzen dann gemütlich zu Hause bei einer Tasse Tee oder Kaffee und sprechen mit dem Enkel über Videofon, so hieß es früher, heute heißt es ja das Netz, davor hieß es sogar Skype. Heutzutage kann man bei Facebook live einschalten, bei YouTube live einschalten und dann, oder WhatsApp ist klar, bei WhatsApp kann man es erst recht. Ja, und dann erklärt man das diesen Leuten und die sind plötzlich heilfroh, mit ihren Enkeln wieder Spaß zu haben. Ich meine, worauf möchte ich hinaus? Sie müssen darauf hinaus, dass wir eine elektronische Gesellschaft werden sollen. Ja, wir sollen eine elektronische Gesellschaft werden. Wir sollen mit den Geräten arbeiten, wir sollen eine E-Mail haben. Wir sollen fachsimpeln, wir sollen uns daran erfreuen, da nimmt man uns ja die Freude. Also wenn wir nur noch passiv, also wenn man das hier nicht mehr machen darf, wenn man halt immer nur passiv arbeitet oder man kauft sich Lizenzen, ja, man kauft sich Lizenzen wie die Berufsfilmer und die Berufsfotografen auch, die haben Lizenzen, wo die dann da ein und arbeiten dürfen. Man kann ja nicht irgendwo einbiegen da und dann lustig draufhalten. Das durfte man an sich noch nie. Deswegen verstehe ich das Ganze nicht. Um eine Fete abzulichten, hat man eine Lizenz vom Fetengeber, sage ich mal. Und wenn man ein Festival abgelichtet hat, hat man eine Genehmigung vom Festivalgeber. Also man hat immer eine Lizenz, man hat vorgewiesen, man hat auch gesagt, worum es geht. So, das sind so Sachen, die schon immer waren. Das World Wide Web Problem ist, das World Wide Web gehört allen. Es gehört allen. So war es gedacht. Und das will Sir Tim auch wieder nach vorne bringen. Also am 12.03. ist der Big Party. Und ich habe mir die Party-Sache ausdrucken lassen. Das fängt also morgens um 8 Uhr Metz an. Beginnt er da. Also wie gesagt, am 12.03.2019 ist Big Party 30 Jahre World Wide Web. Und Sir Tim wird das da alles machen, managen und so weiter. Wird da so eine große Geschichte. Wer bei Google googelt, World Wide Web Foundation, geht da mal rein und schaut sich alles an, worum es geht. Dann im Mai 2019 will Sir Tim das neue Web vorstellen. Das Web für alle. Ja? World Wide Web für alle. Only for you. Eine Riesenkampagne läuft da auch. Wenn ich alles bedenke, dass das, wie gesagt, in Amerika abläuft und nicht hier in Europa, ist das Netz, das World Wide Web Netz, wie eine Stiefmutter zu betrachten. Man sieht sie unheimlich ungern. Und man spricht auch ungern darüber. Ich will jetzt einige Zitate jetzt hier von Schwiegermama, Kneifzange etc. nicht, kennt ihr ja, die Spiele da mit Stiefmama und solche Scherze oder Großmama oder halt die Witze, die zwischendurch da so ablaufen. So, World Wide Web ist kein Witz. World Wide Web ist an sich ein Konzept der Menschen. Ist für Menschen, von Menschen und soll auch für Menschen bleiben. Und die Sache an der ganzen Geschichte ist halt, dass viele damit nicht klarkommen, dass viele es missverstehen und dass viel Hass mittlerweile und ist halt nicht mehr die Harmonie, die am Anfang war. Es war viel Harmonie, auch wenn Firmen versucht haben, damit Geld zu machen, besonders in den 90er Jahren bis 2001. Hat also nicht so geklappt. Dann hat man das halt ein bisschen freigegeben, das Ganze.
Und diese Freiheit hat ja das gebracht, was wir heute haben. 30 Jahre lang World Wide Web. So, und 30 Jahre World Wide Web und vor allen Dingen die Foundation in London, in Amerika, sogar in Jamaika, gibt es das System World Wide Web Foundation. Und wenn man sich das Ganze so durchschaut, wenn die Leute, auch die Präsidenten, die CIOs, wenn die da alle ihre Sachen da, es geht also um eine Kampagne. Es geht um eine Kampagne des World Wide Web, Are Only For You. Ja, Are Only For You, For All Peoples Around The World. So, das finde ich gut. Und da mache ich auch mit. Da bleibe ich auch bei. Unter contactwebfoundation.org kann man sich da einschreiben und mitmachen. Und wie gesagt, wir haben erst 50% der Weltbevölkerung online. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen. 50% der Welt, 50% der Welt ist online und 50% hat gar keinen Zugang zum World Wide Web. Diese 50%, die online sind, darin sind etliche, die gar keinen Datenschutz haben. Ja, die wissen gar nicht, was Datenschutz ist. Ja, zum Beispiel. Das dürfen wir alles nicht vergessen. Im Internet wird so viel erzählt und da ist ja mittlerweile ein Fake-Netz, ein Hassnetz. Das ist nicht der Ursprung von World Wide Web, ja. For only for you. Kann ja wohl nicht sein, dass wir dann plötzlich in einem Hassnetz sind und mit Parolen zugeschimpft werden oder böse E-Mails verfasst werden, wo Sportler nicht mehr offen reden dürfen, sonst haben sie halt keinen Vertrag mehr. Das war nicht das Konzept. Das war nicht das Konzept von Sir Tim. Ja? Er ist richtig Timothy. Ja? Timothy Berners-Lee. So, über 60, aber ein Spezialist. Das ist der Informatiker, der ist der Professor am MIT. Und MIT, dort zu studieren, dort zu lehren, dort Abhandlungen zu machen, dort Sachen zu erfinden, ist schon eine Hausnummer. Ja? So, wenn man dann nach den kapitalistischen Merkmalen geht, ist er natürlich ein sehr geringfügiger. Mit 50 Millionen in der Tasche bist du nichts, weil Google, Facebook, also Herr Zuckerberg und so, die haben Milliarden. So, und diese Milliarden wollen uns jetzt einen ansagen. Ja? So, Sir Timothy bzw. Sir Tim Berners-Lee, der möchte jetzt einen Angriff starten. Er will einen Angriff starten auf die gesamten Konzerne. Ja, er will die also mal ein bisschen runterkommen lassen. So, und wie gesagt, die Anfrage steht, was die Foundation machen wird mit dieser CDU, mit dieser Bundesrepublik CDU. Die Anfrage steht, was, ich meine, Herr Voss ist informiert, ja, dass die World Wide Web Foundation sich das mal anschaut, da den ganzen Artikel 13, 11, 9a, was das alles soll, schmeiß weg, habe ich schon. So, die Prinzipien sind klar, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu sagen, wenn einem etwas nicht gehört? Das World Wide Web gehört zwar uns allen, indem wir darin arbeiten, darin wir uns kommunikativ unterhalten, dass wir zueinander, miteinander, aber es gehört an sich immer noch ihm. Ja? Seine Erfindung, seine Idee, seine Ausweitung, seine Abhandlungen und seine Freiheit. Die Freiheit, dass jeder darin arbeiten kann, dass jeder sich darin entfalten kann und darin jeder sozusagen machen kann, was er will, wenn er halt das System beherrscht, also wie es geht, geben und nehmen. Ja, geben und nehmen, das ist der Ursprung vom World Wide Web. Und jeder ist an sich in seinem Schutz, in seinem Datenschutz an sich, er gibt ja nur das frei, was er freigeben möchte. So war das Konzept. Das Konzept war, du gibst frei, was du freigeben möchtest. So. Und keiner wurde gezwungen. Kein Mensch ist jemals gezwungen worden, ein Bild hochzuladen, Texte hochzuladen und so weiter und so fort. Keiner ist da gezwungen worden. Niemand. Ja, das ist eine freiwillige Leistung und jetzt dafür Gelder einzufordern oder Schranken aufzuweisen, das ist an sich nicht World Wide Web. Ja, World Wide Web, are only for you, da klappt irgendwas nicht, da stimmt was nicht und das müssen wir uns, also es stimmt momentan etwas nicht.
was die CDU da wirklich will, ob die wirklich alles kaputt machen will, aus Unwissenheit. Auch Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, das müssen wir auch mal klarstellen. Wenn jetzt die Kanzlei WBS ständig da Videoclips macht und dieser Rechtsanwalt da einen erzählt, auch im Urlaub dagegen ist, weil die CDU es vorziehen wollte. Wir haben also 18 Uhr und überall sind angeblich, muss ich so sagen, Demos, hier ist keine. Da habe ich gesagt, um 18 Uhr gehe ich jetzt halt vor die Kamera, mache jetzt hier eine Demo. Demonstrativ sage ich, Artikel 13, mit dem stimmt was nicht. Hashtag nie wieder CDU, da stehe ich mittlerweile auch zu. Kann man nicht mehr wählen. Also diese CDU kann man nicht wählen, den Europarat kann man auch nicht wählen. Also ich kann nur allen jeden empfehlen, da irgendwas zu wählen. Von mir ist eine Mülltonne oder so, aber nicht mehr die. Ja? Also der gesamte Europarat, den können wir auflösen, weil er bringt nichts, bringt nur Ärger. Und Verordnungen, die wir nicht gebrauchen können. Ja? Ob eine Gurkenverordnung oder Straßenverordnung, Dieselverordnung, die stimmen doch alle vorne und hinten nicht. Irgendwann sitzt jeder auf der Straße und fragt sich, danke EU-Verordnung, ich kann nicht mehr arbeiten, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ja? Weil die Verordnungen haben alles so dermaßen verordnet, es sind nur noch Verordnungen gegen Verordnungen und Verschärfungen, dass es sich nicht mehr lohnt zu arbeiten. Und ich kann euch verbriefen, dass alle Menschen arbeiten möchten. Ja, die wollen arbeiten. Wie die Arbeit aussieht, ist egal. Jeder möchte Geld verdienen, so oder so. Ja, egal wie, aber er möchte Geld verdienen. Ja, er möchte halt in dieser Illusionsblase leben, Geld. Ne? Also wenn ich morgen sage, ich will halt irgendwelche Teddybären haben, und gut ist. Ja? Wenn ich diese Teddybären dann an den Mann bringe, habe ich auch wieder was zu leben, wenn ihr versteht, was ich meine. Also die Fiktion Geld sollte man mal außer Acht lassen. Auch die Seifenblase oder die Luftblase des ganzen Investmentfonds und was weiß ich nicht alles da, was um das Geld herum aufgehäuft wird. Nur Bares zählt, egal wie das aussieht. So, wenn irgendein Kaufmann plötzlich Ziegelsteine haben will für seine Arbeiten, ja, und er sich daraus ein Haus bauen kann, auf eine Art hat er es dann auch geschafft, was er schaffen wollte, wenn ihr versteht, was ich meine. Also World Wide Web ist für alle. Das bedeutet, ihr seid nicht gezwungen dort. Wenn ihr Musiker seid und das Lied freigebt, dann ist das halt für das Web. So war das gedacht. Das World Wide Web war gedacht, damit wir Musik erhalten, Künstler erhalten, Normalbürger erhalten, Themen erhalten und uns selber, wir alle miteinander, eine wunderbare Sache hochziehen. Ja, eine, nicht nur Convention, wo Geld kostet, ja. Nein, auch Communities. Und sie waren ja Communities gedacht, wo wir alle miteinander in der Community Sachen machen. So, es gibt keine richtigen, realen Sachen, so wie bei Seven Lords zum Beispiel, wo wir da mit, oder Uprom TV, Du bist TV, gibt es ja auch nicht mehr. Es gibt nur noch den Google Datenklau, es gibt den Facebook und das Facebook, die meisten Kunden sagen, nee, da bin ich raus, nee, danke, mit Facebook, nein, da habe ich nichts zu tun. Ja, viele sind halt jetzt schon WhatsApper, ja, die sind nur in WhatsApp, haben sie nicht WhatsApp, können wir das nicht über, ich meine, viele kennen sich überhaupt nicht aus mit der Welt der Elektronik und egal wo was ist oder wo was gelagert wird, ist an sich eine Freiwilligkeit und aus dieser Freiwilligkeit sollte dieses Web geboren, ist auch geboren aus dieser Freiwilligkeit. Früher war halt ICQ. Wer sich mit ICQ auskennt, weiß, wer die Algorithmen da geschrieben hat. Dann AOL mit Medien, was da so gemacht worden war. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute nach 30 Jahren, am 12.03., 30 Jahre World Wide Web, ist und bleibt die Frage offen, sind unsere Politiker besoffen? Ja, sind die durchgeknallt oder wozu brauchen die so viele Berater? Sind das falsche Berater? Gehören diese Berater einer gewissen Lobby an? Ja, das tun sie. So, wollen die unbedingt irgendwas durchdringen? Ja, das wollen die. So, können wir das gebrauchen? Ja oder nein? Können wir das gebrauchen? Ja oder nein? Das ist die Frage. Artikel 13 ist klar, 11, 9a etc. Das ganze Kompendium Datenschutz ist ein Datenmissbrauch ohne Ende.
hat mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun, weil Daten schützt man selbst, für sich selbst, gibt die nicht preis, veröffentlicht die auch nicht, um dann zu sagen, du kannst doch meine Daten nicht nehmen. Wenn du doch deine Daten veröffentlichst, wenn du doch deine Bilder veröffentlichst, wenn du deine Filme veröffentlichst, wenn du dich selbst veröffentlichst, wenn du selber vor die Kamera trittst und zu irgendeiner Galionsfigur wirst, wo 100.000 dich abonnieren, wo 19 Millionen dich abonnieren und du daher quarkst wie so ein Quaker, dann muss der Quark ja auch irgendwo hin. So, und da kann man nicht sagen, mein Quark ist dein Quark, ja? Sondern mein Quark ist mein Quark, den du verquaken darfst, so ungefähr. Ihr dürft alle quaken, wie ihr wollt. So, und so ungefähr war das World Wide Web. Das heißt also, alles, was auf den Weg gebracht worden ist, sonst gäbe es das doch alles gar nicht. Die ganzen Grubbers, die ganzen Filmchen, die Memes, die GIFs, ja? Die Animationen, wozu haben wir denn das? So, wenn wir das alles nicht mehr dürfen, dann brauchen wir keinen 5G mehr. Ja, wozu brauchen wir 5G? Wozu brauchen wir Smartphones? Denke ich nicht mehr das. Ist so albern. Ja, ich mache super Fotos, renne dann überall rum, analog, und zeige die dann analog. Das war früher mal. Also wenn wir zurück wollen in die Analogie, dann brauchen wir diese Technik nicht, dann brauchen wir digital nicht, dann brauchen wir gar nichts. Ja, dann gehen wir wieder analog zurück und dann treffen wir uns wieder, machen unsere Clubs wieder auf und dann zeigen wir unsere Filme unter den Clubmitgliedern, dann geht man halt wieder zurück. Zurück nach 1927, wo die ganzen Clubs erfunden wurden, wo die ganzen Filme erfunden wurden, wo das Berufe wurden. 1927, so 1894 fing das Bild an zu laufen. Davor war es halt 3D-Bilder, normale Bilder, dann auf verschiedenen Datenträgern waren die auch, ja, wer sich in der Fotografie auskennt. So, heute geht doch alles verdammt einfach. Ne? Und macht auch unheimlich viel Spaß. Und dieser Spaß sollte bleiben im World Wide Web. Und ich sage noch einmal, Sir Timothy Bernard Lee am 12.03. Happy Birthday für die Idee. World Wide Web wird 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Vor 5 Jahren hat auch kaum einer was mitbekommen, wie es 25 wurde. Ja, ist halt so. Ja? Also irgendwie ist es ein Selbstläufer. The World Wide Web ist ein Selbstläufer und kaum einer kennt World Wide Web Foundation. Also the World Wide Web Foundation gibt es nun mal seit über 30 Jahren. Und ja, es ist ein Geschenk und dieses Geschenk sollten wir weiterhin fördern, nicht fordern. Ja? So, online soll dienlich sein, nicht umgekehrt. Wir dienen nicht online. Wir sind keine Diener vor online. Sondern online soll uns allen dienlich sein, um miteinander zu kommunizieren. Und darum geht es. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Artikel 13, No-Go. Ein absolutes No-Go. Eine ganze Datenschutzverordnung ist ein No-Go. Es muss an sich was Ordentliches her, was Neues her. Und ich hoffe, dass Herr Lee, also Sir Tim, es hinkriegt im Mai. Ich weiß nicht, ob am 28. Mai, aber jedenfalls im Mai. Stellt er das neue World Wide Web vor, for the web, Hacktash for the web. Lassen wir uns überraschen. Es wäre natürlich wunderschön, wenn ihr bei der Foundation mitmachen würdet. Es wäre wunderschön, wenn ihr das World Wide Web retten würdet. Alle Mann sind gefordert, das World Wide Web zu retten. Macht er mit? Ja oder nein?